Fraktion, die aus der Sommerpause zurückkehrt und sich den Inhalten zuwendet. Sie treffen die SPD-Fraktion nicht nur bei bestem Wetter, sondern auch bei bester Laune und in bester Stimmung an. Wir haben auch allen Grund dazu, denke ich. Die SPD ist auf einem richtig guten Weg. Wir haben einen tollen Spitzenkandidaten, der im Sommer viel unterwegs war. Wir verspüren Rückenwind und wir können, glaube ich, wirklich sagen zu dürfen, über ein wachsendes Vertrauen in der bayerischen Bevölkerung uns freuen. Die jüngsten Umfragen zeigen uns im Aufwind. Wir haben bei allen demoskopischen Instituten zwischen 5 und 7% zugelegt. Das sind bis zu 350.000 Wählerinnen und Wähler bei einer mittleren Wahlbeteiligung. Und ich denke, das binnen einem Jahres zu erreichen, das ist eine gute Zwischenbilanz. Und unsere Touren durch Bayern zeigen auch auf, die Menschen in Bayern wünschen sich einen Ministerpräsidenten mit einem klaren Standpunkt und mit festen Prinzipien und keinen Regierungschef, der alle halbe Stunde in Grundsatzfragen seine Meinung ändert. Wir werden uns auch mit unserem Spitzenkandidaten Christian Ude vor allen Dingen den Themen Wirtschaft, Industrie und ländlicher Raum auseinandersetzen. Und da können wir als SPD auch einiges in die Waagschale werfen. Schwarz-Gelb behauptet ja immer, die guten wirtschaftlichen Eckdaten kämen rein von der Regierungspolitik von Frau Merkel oder von Herrn Seehofer. Meine Industrietour, ich habe knapp 20 Industrieunternehmen besucht in der Sommerpause, hat ein anderes Ergebnis gebracht. Die Unternehmer haben sich sehr wohl in Erinnerung gerufen, dass es Frank-Walter Steinmeier und Per Steinbrück waren mit den Konjunkturpaketen und Olaf Scholz mit dem Kurzarbeitergeld, die Bayern auch zum Aufschwung gebracht haben und Deutschland im Allgemeinen. Und ich darf auch noch hinzufügen, weil wir heute unsere Landräte bei uns zu Gast haben und einige Bürgermeister, die stehen natürlich auch für eine kraftvolle, aktive Standortpolitik hier in Bayern. Meine Industrietour, da war ich unter anderem hier vor Ort bei IREX, bei der Kulmbacher Brauerei, bei Wacker Chemie, bei MAN, bei Audi, bei Siemens Rußdorf und bei verschiedenen anderen Industrieunternehmen. Wir wollen ein klares Bekenntnis ablegen, auch zu dieser Klausurtagung zum Industriestandort Bayern. Wir haben in Bayern knapp 1,2 Millionen Beschäftigte im Industriesektor, die im Jahr einen Umsatz erwirtschaften von 333 Milliarden Euro. Und das allein macht schon deutlich, dass es wichtig ist, sich der Industrie auch entsprechend zuzuwenden. Und unser Programm, das wir hier bei dieser Arbeitsklausur auch mitentwickeln werden, das ist zugleich auch ein Programm für den ländlichen Raum, weil das, was uns die Unternehmer mit auf den Weg gegeben haben, waren die Anforderungen, die wichtig sind für einen guten Wirtschaftsstandort, nämlich eine gute, zuverlässige Breitbandversorgung, eine vernünftige Infrastruktur in Sachen Straße und Schiene und auch eine vernünftige schulische Versorgung. Wir haben den Industrieunternehmen in diesem Sommer unsere Konzepte hierzu vorlegen können. Ich denke an die Gemeinschaftsschule, die auch ein Konzept ist gegen das Schulsterben im ländlichen Raum. Der Bayerische Lehrerinnen- und Lehrerverband hat ja veröffentlicht vor einigen Wochen, dass mehr als 500 von 1000 Mittelschulen bis 2030 in Bayern werden schließen müssen, allein aufgrund der demografischen Entwicklung und der Systematik des dreigliedrigen Schulsystems. Und natürlich wünscht sich die bayerische Wirtschaft und insbesondere der bayerische Mittelstand auch eine Mittelstandsbank, die funktioniert, die gesund ist. Aber da haben uns leider in der Sommerpause auch Nachrichten ereilt, dass nach wie vor dunkle Wolken in Sachen Landesbank zu verzeichnen sind. Es ist veröffentlicht worden, dass noch im Wahljahr 2008 2,9 Milliarden Euro seitens der Landesbank in die Hypo Group Alpe Adria nach Österreich gepumpt und überwiesen wurden. Es sind 200 Millionen Zinsen angelaufen, also mittlerweile 3,1 Milliarden Euro, die da im Feuer stehen, weil unklar ist, ob es sich um vermeintlich verdeckte Eigenkapitalzuschüsse handelt, die nicht mehr nach Bayern zurückgezahlt werden müssten oder um in Anführungsstrichen bloße Liquiditätshilfen. Wir fordern als SPD-Fraktion umfängliche Aufklärung in diesem Zusammenhang und ich darf auch sagen, aus meiner Sicht erscheint ein weiterer Untersuchungsausschuss zur Aufklärung des Landesbank-Desasters gegenwärtig geradezu unumgänglich. Warum ist das so? CSU und FDP haben noch unmittelbar vor der Sommerpause am 19. Juli diesen Jahres
die Begleitkommission zur Landesbank mehr oder weniger gesprengt. Da wurde völlig überraschend, ohne vorherige Abstimmung, die Opposition vor vollendete Tatsachen gestellt. Und der Vorsitzende, Herr Weidenbusch, hat wissen lassen, wir halten weitere Aufklärungsarbeiten nicht mehr für notwendig. Die Landesbank-Begleitkommission hat ihre Arbeit im Prinzip geleistet. Es wurde der Antrag gestellt und auch abgestimmt, dass der Landtag diese Kommission praktisch aufgeben solle. Der Haushaltsausschuss kann diese Vorgänge, wie ich sie eben beschrieben habe, im Wahljahr 2008 nicht hinreichend aufklären. Das ist auch nicht seine Aufgabe, weil er in den nächsten Monaten sich intensiv mit dem bayerischen Staatshaushalt auseinanderzusetzen hat. So bleibt im Prinzip nur noch ein parlamentarisches Gefäß, das uns die CSU geradezu aufdrängt, weil sie das andere kaputt gemacht hat mit der Begleitkommission, nämlich ein Untersuchungsausschuss. Es steht die Frage im Raum, dass die CSU, die staatstragende Partei, im Wahljahr 2008 die prekäre Situation der Landesbank und der Hypogruppe Alpa Adria vertuscht, verschleiert und übertüncht hat. Warum ist das so? Es wurden seit dem 20. Februar 2008, wie gesagt, nochmal 2,9 Milliarden Euro in die Hypogruppe Alpa Adria gepumpt. Aber noch wenige Tage vor der Landtagswahl, am 10. September 2008, gab es von dieser Bank in prekärer Situation noch eine Gewinnausschüttung, beispielsweise an die bayerischen Sparkassen und an den Freistaat Bayern von jeweils 57 Millionen Euro. Es dauerte dann keine 36 Tage mehr und nach der Landtagswahl am 16.10.2010 wurde der Zwischenausschuss einberufen und Erwin Huber gab plötzlich bekannt, dass die Landesbank mit einer Marktminderung von 2,6 Milliarden Euro zum 30.06. des Jahres 2008 rechnen müsse. Der oberste Rechnungshof hat davon gesprochen, es habe Gewinnausschüttungen gegeben mithilfe geschäftspolitischer Maßnahmen unter Ausschöpfung von allen Bilanzrechten. Das deutet darauf hin, es gibt viele zentrale Fragestellungen auch noch in diesem Zusammenhang. Und wir werden intensiv mit unseren Freunden in der Opposition, mit den Grünen und mit den Freien Wählern beraten, in welchem parlamentarischen Gefäß wir diese Aufklärungsarbeit am besten voranbringen können. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt, so ist mein Standpunkt, halte ich, wie gesagt, einen Untersuchungsausschuss zur weiteren Aufklärung der Landesbank-Affäre für geradezu unumgänglich. Soweit ein paar Worte zur Aktualität. Ich werde gleich die SPD-Fraktion 369 Tage vor der Landtagswahl 2013, vor dem Wahltermin, mit einer gut gelaunten, kämpferischen Rede einstimmen auf das, was in den nächsten 12 Monaten ansteht. Wir sind guten Mutes. Wir wissen, dass wir gute Arbeit leisten. Wir wissen, dass wir in den nächsten Monaten unsere Konzepte unter die Menschen bringen werden. Und ich bin der festen Überzeugung, es wird eine richtig spannende Wahlauseinandersetzung 2013. Ich rechne mit einem Fotofinish. Und wir wollen natürlich dafür Sorge tragen, dass wir mit unserem Spitzenkandidaten Christian Ude, den wir morgen hier begrüßen dürfen, am Ende auch die Nase vorne haben.